Die Grenze ein Desaster, die Städte von Kriminalität verseucht, Familien unter Druck. Ron DeSantis in seinem ersten Wahlkampfvideo, das Lieblingsthema des Gouverneurs von Florida, die USA am Abgrund, Lieblingsrolle Retter der Nation. Ich bin Ron DeSantis und ich kandidiere, um unser großes amerikanisches Comeback anzuführen. Der Start seiner Bewerbung auf Twitter geriet am Abend aber zur PR-Panne. Das System brach mehrfach zusammen, die Demokraten spotteten. Auf Fox News durfte er später dieses Mal störungsfrei reden. Wir haben in Florida gezeigt, dass es geht. Fakten statt Furcht, Bildung statt Indoktrinierung, Recht und Ordnung statt Aufruhr und Krawall. Wenn wir es hier schaffen, schaffen wir es auch im ganzen Land. Der 44-Jährige hat in Florida schon gezeigt, für welche Politik er steht. Er verschärfte das Abtreibungsverbot und lockerte das Waffenrecht. An Floridas Schulen dürfen Themen wie Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung kaum noch vorkommen. In Miami gab es auch deshalb direkt spontane Proteste. Ron DeSantis gilt als gebildet und bedacht, aber eben auch als stramm konservativ. Viele sehen in ihm eine jüngere Version von Donald Trump, ohne die Skandale und ohne das Chaos. Trump mit Hirn wird er auch genannt. Und gegen genau diesen Donald Trump wird er nun um die republikanische Präsidentschaftskandidatur in den Kampf ziehen. Trump galt einst als ein Förderer, heute sind beide Konkurrenten. Bis Sommer 2024 entscheidet sich dann, wer bei den nächsten Präsidentschaftswahlen gegen den Demokraten und Amtsinhaber Joe Biden antritt. Noch liegt Trump in parteiinternen Umfragen vorne, doch DeSantis hat seine Ansprüche nun angemeldet.